Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta und ja, Sklaven wollen Rom haben und er sagt, dass sie gewinnen. Bin mal gespannt. Bin mal sehr gespannt. Also die da sind ganz gut. So, die sind alle da unten. Da unten sind alle. Der hat 4 Türme. Türme, nee. Ihr wisst schon. Vier Leitern. Ich glaube, ich werde das zweiteilig aufbauen. Ich werde das zweiteilig aufbauen und zwar werde ich hier vorne eine kleine Garnison quasi lassen und eine hier hinten. Wobei, das bringt nicht viel, weil er muss eigentlich nur hier hin und dann hat er alles. Das Problem ist hier, dass ich nicht wirklich gut das Tor verteidigen kann, weil der hat sehr viele Punkte, wo er runterkommen kann. Er hat hier 1, 2, 3, 4, 5, da hinten 6. Und ja, okay, hier sind lauter Dinge. Also, ich werde es trotzdem mal versuchen. So. Wieder passen auf. Und hier werde ich die aufbauen. Die können. Warte, dann werde ich das aber tauschen. Ja, wobei. Nee. Defensivposition! Ich erwarte eure Befehle! Und die auf die Mauer zu bringen ist echt nicht immer leicht. So, jetzt hat. Gut. Die Kavallerie. Ich könnte mal überlegen, ob ich einen Charge nach draußen mache. Vielleicht mache ich das. Gut, dann schauen wir mal. Das sind jetzt die Schwertkämpfer. Die natürlich, der hat, das meiste von ihm sind Schwertkämpfer, okay. Alles klärchen. Ich werde mal einen Charge nach außen machen, wenn er an die Wand kommt. Ja, das ist dann immer relativ gemein. Oh.
das ist so gemein. Voll die Schneise hier. Du ziehst immer daneben, Junge. Du ziehst immer daneben, Junge. Ja, jetzt ziehst du... Ach, egal. Da kann ich nicht mehr. Was hast du da drüber? Jetzt wieder... Ketzer. Sehr schön. Ist ja bei den Geschosstyp ist es halt richtig gemein, weil die rollen halt noch weiter. Bei den explodierenden ist es so, dass es ja den Damage durch den die Explosion macht. Vielleicht bringe ich den zum Verbrennen, aber wahrscheinlich nicht. Das ist so weit. Artillerie ist so gemein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich komm mal jetzt raus. Ah, ich kann die gar nicht angreifen, okay. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Dein Schleuderer! Schnelle Nahkampfkavallerie! Verstanden! Bürgerkavallerie! Ja, Kommandant, wie Ihr Befehl. Befehl verstanden, zu Befehl. Unser General wird angegriffen. Ich mach mal das jetzt weg. Geschossen, ja, die bleiben weiterhin oben, ne? Na, ist ja egal. Warte, du schießt bitte nicht. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh Gott, der war gewesen. Wahrscheinlich auch schon fertig. Ja, Pferde sind weg. Eine gesamte Einheit. Die sind nicht so gut. Aber in Ordnung. Die Jugendlichen behalte ich mal kurz hier. Und für die reichen ja die periodischen Hopliten. Easy.
hier mal hingehen. Weil hier kommen die ganzen Fernkämpfer hoch. Und Fernkämpfer auf den Zinnen sind nicht so gut. Also feindliche. Klar, ist aber in Ordnung. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Warte, wieso ruckelst du gerade? Wir erwarten eure Befehle. Hier wären die Kavalleristen natürlich super gewesen. Aber naja. Das ist halt das Problem, wenn man einen Auffall macht, ne? Aber ziemlich gut. Hatte ich, glaube ich, ich hole eine Einheit von denen wieder zu. Ja, okay, jetzt stellt er sich. Na gut. Wieso ruckelt es gerade so? Das ist ja ziemlich komisch. Ich umringe den mal kurz, weil ich muss mich hier ziemlich beeilen. Damit ich ja schnell wieder zurückkomme. Ja, mach schon. Ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Dampf hier. Hier bitte auch. Jetzt kommt der von hinten, naja. Na doch nicht. Ja, wobei, nee, das bringt nichts. Das tut nichts bringen. Wieso ruckelt es gerade? Ich verstehe es nicht. Ich hole mal die Spartaner nach da. Oder die spartanischen Hopliten. Geschossen, Batterie bereit!
Infanterie bereit! Okay. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Das war ziemlich dumm von ihm. So, also es sei denn, er hat keine Munition, was möglich ist. So, ihr geht mal darauf und schießt auf den General. Ihr geht mal dahin. Du machst den mal platt. General! Schneider zu den Stöcke! Spartaner! Spartaner! Verstanden! Durchbrecht die Linie! Herkämpfer bereit! So. Wir sind halt jetzt erschöpft, was ein bisschen blöd ist, aber alles in Ordnung. So, die Pikmin-Infanterie kann man jetzt mal dahin gehen. Weil den Rest kann auch die Hopliten-Einheit machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt kann ich es eigentlich vorspannen. Wir haben die Tore eingenommen. Das ist jetzt eigentlich die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So. Ne? Also, niemals aufgeben. Und selbst, also ich meine, ich habe die Kavallerieeinheiten jetzt weggeschmissen. Ja, mei. Ich meine, das, Entschuldigung. Ah! So. Es wäre halt sehr viel schneller gegangen mit der Kavallerie hier drin. Naja. So, 17 Minuten. Ja, mei. Getötete 529. In der kurzen Zeit hat der Turm 20 Kills gemacht von den Fangen. Wow. Gut. Naja. Forschung abgeschlossen, fehlgeschlagen und abgeschlossen. So, hier machen wir mal das da und das da. So, hier können wir jetzt hoch pushen. Hier. Ja, jetzt geht's ja. Jetzt geht's ja ab. So. So. Pella. Brauche ich eigentlich nicht. Also, das ist halt sehr teuer mit minus 8 Nahrung. Ah, jetzt kann ich endlich die Helden Spartas machen. Das heißt, ich kann eigentlich keine Schlacht mehr verlieren, so ungefähr. Die sind so ein klitzekleines bisschen OP. Aber nur ein klitzekleines bisschen. Das kann ich auch automatisch machen. 90%. Easy!
So, hier Handel. Der wollte hier wieder alles voller Elendsviertel machen, dieser Schlawiner. Weil Elendsviertel, wenn ich die übernehme, dann bringt es mir halt richtig wenig. Also, um es mal nett auszudrücken. Richtig, richtig wenig. Ach, der kommt da rein, okay. Weil nächste Runde kommt der nämlich da rein. Und das will ich nicht. Und Spartaner mit bisschen weniger Moral haben immer noch 100 Moral ungefähr. Deswegen passt alles. So. Ja, das brauche ich nicht. Gut, Bauberlicht. Eigenschaften. Agent entdeckt. Haus erweitert sich. Provinz unter Kontrolle. Siedlung erobert. Wer könnte das eigentlich jetzt mal machen? So. Dann gehst du mal hier weiter. Wo ist denn... Da sind die, ne? Ja. Ich meine, je länger der wartet, desto blöder ist es, ne? Also, just saying. Ich kann den jetzt eigentlich schon vernichten. Knapper Sieg. Das reicht mir. Ist egal, ob mein General hier stirbt. Ja. Es war sowieso nur so eine Flotte, die eigentlich zum Spaß da waren. So. Upsi, ne? Jetzt ist ja die Garnison wieder weg, beziehungsweise also die Flotte da, die das ein bisschen gepusht hat. Naja, okay. Genau, wir sind fertig und ja, mal schauen, was uns die nächste Runde so bringt. Die bekommen natürlich nichts. Bis dann. Also Tradition hätte ich denen noch geben können. Aber ja, muss jetzt nicht. Ich meine, mit denen werde ich auch nie wieder was machen. Deswegen ist das in Ordnung. So. Sueben. Was machen die Sueben wieder? Die haben doch irgendwas vor. Friedensabkommen, Numidien. Nun könnte der sanfte des Friedens einsetzen. Tja, das ist der einzige Frieden, den du bekommst, mein Lieber. Ach, jetzt fängt er an zu plündern, dieser Schlawiner, dieser römische. Sabotage, Sabotage. Okay. Gut. Alles Sabotage. Fraktion steigt auf. Haushalt, 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 Haushalt. Schiffbruch, ermutigte Bevölkerung. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Du bekommst was. Das ist auch super. Ja, gut. Ja, das ist auch gut. Du bekommst auch was. Das ist sehr gut. Super gut. Da muss ich noch schauen, wo ich dann hingehe. Der braucht noch bessere Kavallerie, beziehungsweise ich brauche noch bessere Kavallerie. So. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bye bye.